Phoebe genießt die Vorzüge ihrer privaten Geburtssuite, während sich die Pfleger auf eine lange Nacht vorbereiten. Da das Baby jeden Augenblick kommen könnte, werden wir Pfleger die Nacht hier verbringen, um sofort einsatzbereit zu sein. Das wird eine lange Nacht. Das ist Teil unserer Arbeit. Wir haben alles im Griff. Wir reagieren, wenn es nötig wird, und es macht Spaß. Schlafen wie ein König. Jetzt müssen wir nur warten, Aaron. Ein bisschen wie im Zeltlager. Man sitzt zusammen, beobachtet den Elefanten und freut sich auf den Moment, in dem das Baby herauskommt. Die Warterei ist das Schlimmste. Stimmt. Doch das Warten könnte bald vorbei sein. Im Laufe der Nacht wird Phoebe zunehmend rastlos. Dann setzen die Wehen ein. In immer kürzeren Abständen. Das ist das erste Elefantenbaby seit 8 Jahren, das im Columbus Zoo geboren wird. Phoebe hat ihr Kalb geboren um etwa 3:09 Uhr. Plötzlich wurde es chaotisch. Das Baby ist da. Das Baby ist gesund und kräftig. Dein wievieltes Baby ist es? Das 6., aber das 1. hier. Es ist immer aufregend. Sehr aufregend. Ihr habt ein Baby bekommen? Naja. Phoebe hat die ganze Arbeit geleistet. Meine Güte. Für Dr. Seeley ist das erste Elefantenbaby, deswegen war sie besonders aufgeregt. Das ist wirklich eine große Sache. Mein Herz ist stehen geblieben. Es ist unheimlich süß. Na, Kleines. Es steht einfach da und sagt, hey, Leute, es ist unglaublich. Alles scheint okay zu sein. Es sieht gut aus. Ein Elefantenbaby ist großartig. Es macht unglaublich Spaß. Meine Güte, so winzig und süß. Das ist das Niedlichste, das ich je gesehen habe. Wir beobachten es seit einigen Stunden. Wir wissen noch nicht, ob es weiblich oder männlich ist. Wir mussten einen kleinen Hügel bauen, auf dem das Baby stehen kann, damit es an die Muttermilch kommt. Hört mal. Hört euch das an. Ganz schön laut. Das Baby ist stark und trinkt von beiden Seiten. Phoebe ist die beste Mutter, die ich je gesehen habe. Es läuft alles hervorragend. Mein Herz ist voller Freude. Ja.